Ich hoffe, ihr alle seid bereit, das Finale zu betreten. Ihr habt mir schon erzählt, die letzten Kapitel sind nicht mehr so groß. Das hier war jetzt auch nicht wirklich groß, hat zwar ein bisschen sich hingezogen, aber hiernach kommt wohl wirklich bloß noch der Boss an sich. Ja, und da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Also, aber vielen Dank wieder fürs Dabeisein. So, dann gehen wir mal nach vorne. Wir müssen irgendwie hinten uns abdecken vor denen hier, aber hat er noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch alle heilige Waffen. Alles ist cool, die will ich auch nicht kaputt machen. Vielleicht mache ich auch diesen Jan mit dem heiligen Sword of Steels platt. Oder mit Durandal, ich guck mal, was da mehr abzieht. Ein paar Mal ist ja Sword of Steels noch einsetzbar. So, da kommt noch einer, war klar. So, das müssen aber echt mehrere machen. Weil so alle auf einmal, dann greifen zu viele an. So, okay, also der kam bis da und der nicht. Gut, okay, na dann. Versuch mal dein Bestes, obwohl halt. Das macht sie mal ganz cool. So, ich teste schon mal aus. Schon mal testen. Also ein Wurmslayer würde sogar noch reinhauen. Durandal, finish die Sau. Und Ziel Zord ist sogar schlechter. Gut. Dann wird er finished. Jetzt schon? Ah ne, dann greifen zu viele Warrior an. So, erstmal die beiden Kleinen platt machen. Oh, jetzt habe ich die anderen gar nicht bewegt. Ist egal. Die mache ich jetzt auch alle systematisch nacheinander down. So, du machst hier schön Armats. Jawoll. Tschüss, Mann. Nein, du sagst tschüss. Okay, jetzt mal gucken. Das habe ich aber, glaube ich, alle zu weit nach vorne gebracht. Jetzt ist hier keiner mehr, der helfen kann. Naja, sie vielleicht. Okay. So, dann kommt der noch ran, aber der schon wieder nicht. Okay, zwei Schläge wird Gonzales einstecken. Das wird er auch schaffen. So, gut, dann locke ich den wohl mal am besten, oder? Ach, wie wollte ich das nochmal machen? Ich wollte ja schwächen. Schwächen wollte ich. Okay, dann wird mal gelockt. Hat sie genug KP? Ja. Wird gelockt und ich will... Ja, also ich lock den Typen jetzt nicht ein, aber... Ja, aber die Waffe ist bald kaputt. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. So. Aber mal gucken, wie wir jetzt hier an zwei Fronten kämpfen. Das hält Gonzales aus. Wird immer wieder schön geheilt. Alter Schwede. Krankes Schwein. Ach Mensch, und er ist tot. Mach mal ein bisschen hin, Leute, hier. Ihr Gegner-Säcke hier. Ich will das Finale zeigen. Der Jan hat überhaupt keine Ahnung. Der hat keinen Plan. Aber ob der anders aussieht? Ob sie dafür einen extra Dragon-Sprite gemacht haben? Das wäre cool. Aber obwohl, er hat auch denselben Stein. Er hat einen Flamestone. Ist ein bisschen doof. Okay. Was ist eigentlich, wenn jetzt aus Versehen hier Fahr den auch schon platt machen würde? Was mache ich denn? Obwohl, ich glaube, sie greift bloß einmal an. Das ist, glaube ich, ganz gut. Yeah. Okay, na dann. Killerbogen. Wieder schön schwächen. Die olle Sau. Bam. Tot. Oh. Zack. Da habe ich hier schon reingekrittet. Sehr schön zu. Ich mag es, wenn Frauen so engagiert sind wie du und immer 110% geben. Das mag ich. So, Malte, jetzt gibt sie erstmal 110% hier. Und sagt Tschüssikowski. Zack! Tot. Ach Leute, ey, unsere Einheiten sind so mega stark. Ich frag mich, wie viele ich im letzten Kapitel mitnehmen darf. Da bin ich echt gespannt drüber. Aber wir werden sehen. So, das dauert mir echt zu lange hier mit dieser alten Fahr. Mein Gott, den Falschen unerrettet, ganz toll. Mit seinem Pferd wieder entlassen. So, sie ist Level 20. Na gut, Pflege, warte mal, wie viele können jetzt angreifen? Zu viele. Warte mal, ich glaube, sie macht ja sogar mit... Sie macht 50 Heilung, wenn Pflege 20 macht und so. Hält er noch einen aus? Der hält noch einen aus. Ach Quatsch, wird er nicht getroffen. Haha! Der ist ja sofort down, der olle Dragon Man. Und Schlitz! Tot. Ja, okay. Gut. Jetzt so kurz heilen. Dann haben die letzten beiden hier auch keine Chance mehr. Können sie da alles vergessen. So. Pflegestab, Swing.
Swing. Und er müsste wieder voll sein. Und sehr geil. Okay. Gut. Die anderen beiden, das Duo zu Pferd und zu Pegasus, werden den anderen noch down machen und dann jetzt mal schon mal los hier mit Fahr und so. Das wird bestimmt lustig, das Gespräch, ey. Ich seh schon, komm. Der würde sich erstmal wundern, was machst du denn hier und so. Und dann, vielleicht kennen die sich oder auch nicht. Oh mein Gott. Alter. Der mit seinem dicken Tennisarm einfach platt gemacht. Da, oder. Kommt der noch, will sein Glück versuchen. Kann aber vergessen. Ey, wisst ihr, die Drachen, es gibt uns noch so wenig, ja, und die wollen eigentlich ihre Spezies erhalten und wir rotten die alle aus. Bis auf den letzten Mann. Drachenmann. Ein Wehrdrache. Und Level up. Geil, Gonzales. Auch noch Level 18 für dich. Mit keinen Punkt beim Status. Warum nicht? Okay, fahr. Geh mal dahin. Dam, dam. Und du machst einen Quiddigel. Bitte schön quidden. Sauber, fahr. Wow. Sie crittet ja wirklich. Crazy shit. Und sie crittet nochmal. Was? Crazy shit. Vielleicht reicht ja sogar eine Silberlanze aus. Doch, ich glaube ja. Cool. Dann brauchen wir Malte nicht nochmal einzusetzen. Dam, dam. 11x2. Ja, okay, denn Silberlanze muss ich ein bisschen einstecken, aber der Typ ist down. Jo, verwandelt schon wieder. Mach hinne, Mann! Zack! Freunde, ey, das Let's Play ist jetzt echt vielleicht sogar schon mit diesem Part vorbei. Wenn die Credits nicht so lange gehen und wenn es wirklich bloß nur ein Raum ist, wo der Boss drin ist und wenn der sau schnell geht durch die Waffen. Ich rechne echt damit, echt, dass sie einfach bloß alle einmal nacheinander jeder angreifen und dann ist schick. Dann ist er viel tot. So, hier kommt nochmal keine neuen mehr, oder? Ich hoffe nicht. Aber trotzdem nochmal heilen. Dum, dum, da. Der Gonzales, ey, hat er noch ein Level abbekommen und keine Punkte dazu. Okay. Sehr schön. So, jetzt kommen doch noch welche. Die Säcke, ey. Dum, badabam. Ja, so, fahr, kannst du schon was machen? Nee, noch nicht. Erst nächste Runde dann. So, ihr bleibt mal hier schön in der Ecke. Ihr habt alles getan, was ihr konntet. Was an eurer Macht scheint. Hey, sie ist kurz vom Level ab. Rückzug! Das soll denn doch nochmal. Sie soll auch noch Level 18 kommen. Ja, da könnt sie schaffen. Also noch alle zurück. Gonzales ist Level 18. Sie soll Level 18 sein. Haben wir hier voll die fette Armee. So richtig geil. Dum, badabam, bam, bam, badaba. Ach, wie schön. So, ging das wieder dran? Gut. Jetzt drückt man die Daumen, dass Fahr angreift. Aber ihn nicht tötet. Alter, sie killt ihn. Wie übel ist das denn? Wie schwach ist denn der? Mann, ich würde gern wissen, was die zu sagen haben. Vielleicht haben sie auch gar nichts zu sagen. Und außerdem will er ja Voice-Stärke testen, also... Machen wir kurz und knapp. Okay. Ja, sag tschüss, mein Kumpel. 1000 Jahre. Meine Stärke hat sich lange erholen können. Ich kann es fühlen. Oh, weia. Ein ganz normaler Drache. Und wir schlitzen ihn jetzt einfach auf, ey, so übel. Oh, verdammt. Und tschüss. Einfach ausgenockt. Also, ich habe verloren. Menschen sind wirklich uneinschätzbar. Und noch ein Level up. Level 16. Okay. Er ist tot, Leute. Er ist einfach tot. So, aber... Ich möchte trotzdem noch die Erfahrungspunkte haben. Ja, für unsere Freundin hier, weil die eventuell wirklich noch ein Level-Up bekommt. Also aus Versehen noch ein bisschen in die Länge gezogen, tut mir leid. Ich entschuldige mich, aber das läuft zu gut. Wir haben Jan ausgenockt. Schade, ich hätte gern gewusst, wie Fahr reagiert. Da kommen ja noch mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Aber ich glaube, sobald jetzt hier im Sie Level 18 ist, dann ist auch Schluss hier, ist Feierabend. Dann reicht der Shit. Verdammt, es ist die Bogenschütze natürlich nicht da, die ich schwächen kann. Also, hau einfach so, Malte, rein. Hau einfach rein. Gib's den ollen Typen, Mann. Der braucht er gar nicht so knurren. Zack. Alter, ey. Njau. Flame. Und again. Tschüss, Sikorski. Okay, taut. Wo ist Tod? Tod ist nicht da. Ja, sieht gut aus. Einen noch. Dum, badabam, bam, bam. Sie bleibt mal in der Nähe. Okay, Leute, ich mach das so, ja. Ich höre dann auf.
Was soll ich jetzt noch trainieren? Ich brauche nicht mehr trainieren. Warum? Ja. So, sie wird jetzt noch ein Level abbekommen. Ach. Wie viel Schaden muss er einstecken? Ah, 19 ist okay. Und dann lassen wir... Dann habe ich auch nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, dass wir hier echt die ganzen Drachenmenschen ausgerottet haben. Also wirklich, das geht doch nicht. Ich glaube, sobald wir eingenommen haben, hauen die irgendwie ab und machen ihr eigenes Ding oder so, ja. Aber alle einfach umbringen geht nicht. Yes! Level up! Zack, Level 18. Gut. Gut, fehlen zwar noch überall zwei Level, aber ist egal. So, soll ich einfach hier lang gehen? Tschüss! Nein. Und erobern. In der nächsten Kammer liegt der dunkle Drache. Why? Was ist los? Was ist falsch, Fa? Du siehst aus, als würdest du dir... Als würden dir gleich die Tränen ausbrechen. Naja, ist Fa auch ein Gegner? Oh, ist ja fies, ey. Hä? Naja, weil... Wenn Fa groß wird, dann... Wird doch Fa auch ein böser Drachen, oder? Warte mal, Fa. Erzähl mir doch mal, was willst du mir jetzt sagen? Erzähl mal ganz langsam. Naja, der Mann hat gesagt, Drachen und Menschen können nicht zusammenleben. Aber du warst doch schon in der Batta mit anderen Leuten zusammen, oder nicht? Naja, aber der dunkle Drache ist ja ein heiliger Drache, genauso wie Fa. Du catchst doch jetzt gegen den dunklen Drachen, oder? Und was ist mit Fa? Wenn Fa größer wird, dann wird sie vielleicht genauso wie der dunkle Drache. Ja, aber mach dir keine Sorgen darüber. Selbst wenn du groß wirst, du wirst immer Fa bleiben. Verstehst du? Du wirst immer zusammen mit den Menschen leben und mit uns. Oh, wirklich? Na sicher doch, na sichi. Und außerdem, ich möchte den dunklen Drachen helfen. Helfen? Der dunkle Drache ist nicht wirklich, naja, er handelt nicht nach seinem eigenen Willen. Seine Seele wurde zerstört. Und ich will ihn nicht töten. Ich will es umgehen, ihn zu töten. Das versteht Fa jetzt aber nicht. Du wirst es schon verstehen, wenn du ein bisschen älter wirst, okay? Hartmut hat mir eine Frage aufgeworfen. Und ich will eine Antwort dazu geben. Ja, Leute, das war Kapitel 24 und jetzt kommt das letzte. Oh, Final! Alter, scheiße, ey. Final. Zwischen der Dunkelheit. Alter, es ist wirklich bloß nur ein so ein Raum. Oh mein Gott. Alter, da ist er. Du bist die dunkle Priesterin, oder? Nein, der dunkle Drache. Warum stellst du dich mir in den Weg? Was? Ich habe das Kommando, die Welt hier anzuführen. Und ich werde jetzt aus der Welt einen besseren Ort machen. Also warum willst du hier unbedingt Stress machen? Nein, du liegst falsch. Dir wurde bloß erzählt, dass die Welt irgendwie ein besserer Platz werden würde und so. Und die Person, die das gesagt hat, ist tot. Also bitte hör auf. Wir haben keinen Grund länger zu kämpfen. Wir haben keinen Grund zu kämpfen. Ja, eine lange Zeit damals hatte ich ein Gefühl und hörte dieselben Worte. Sanfte Worte, wie eine warme Brise. Aber das war lange her. Ich habe ziemlich lange geschlafen in der Dunkelheit. Ich habe immer geträumt. Einen leeren Traum, weiß, farblos. Aber jetzt bin ich wach. Seine Majestät genauso. Majestät Zephiel? Ja, Mann. Ich bin aufgewacht und ich bin nicht länger die benutzt wird. Oder die ich sein sollte oder so. Die ich hätte sein müssen. Ich bin jetzt wirklich, was ich... sein muss. Ich muss das tun, was ich tun muss. Oh Mann, ey. Shit. Kapuze abgemacht. Ich muss diese Welt anführen. Egal wie viele Tage und Nächte vergehen. Ich muss. Oh Mann, ey. Du willst also wirklich gegen uns kämpfen? Solange du in meinem Weg stehst? Klar. Oh, so ein starker Wille. Seine Majestät hat es so gewünscht. Und ich bin erwacht und antworte nur auf den Majestäten seinen Ruf. Oh mein Gott, swing! Oh! Alter, oh, wir müssen wirklich kämpfen. Vater, pass auf uns auf. Oh, der letzte Kampf, Alter. Ich weiß, ich bin stark geworden. Jetzt ist es Zeit zu zeigen. Das ist das Ende. Wir dürfen jetzt nicht verlieren. Ist das Ende oder ist es der Anfang? Wow! Okay, Mann, jetzt ist echt hier, das ist sowas sieht man auch nicht jeden Tag. Ich werde nicht verlieren.
für die Truppen in Bywin, die in Bywin noch sind. Und vor allem für Gale. Ich hab keine Angst, Mann. Es ist nicht Zeit, um Angst zu haben. Nee. Alles klar. Versammelt euch! Okay, Mann. Ich werde nicht aufgeben. Ich habe das Schwert von Hardmund. Der dich gepietet hat und der dich nicht getötet hat. Alle. Let's go, Mann. Der Final Fight. Alter Schwede. Okay. Alter Idun. Alter, eine Defense von so viel. Okay, Leute. Ich bin gespannt. Wir knocken jetzt erstmal die alle hier aus, würde ich mal sagen. Und boxen dann richtig rein. Und ich werde versuchen. Sind die stark! Haben wir viel mehr KP als sonst. Warte mal, den krieg ich vielleicht sogar so schon down. Hoffentlich kann die. Was ist der dunkle Drache? Nicht, dass die jetzt hier andauernd so eine euren Drachen produziert. Das wäre jetzt nämlich nicht so passend und so prickelnd. Was mache ich denn hier? Okay, gut. Gonzales. Und zu, bitte umboxen, die beiden Dicken da. Schön aus der Ferne, voll fies. Treffer. Und gleich nochmal. Zack. Getroffen. So, und ich hoffe, Roy ist echt in der Lage, das zu schaffen, ey. Vielleicht mit Fahr zusammen. Ich probier's mal. Die beiden sollen mal richtig schön battlen. So. Die anderen können nicht mehr viel machen. Die sollen bloß noch heilen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der noch andere Drachen hervorbeschwört. Heraufbeschwört. Ich kann bloß noch viermal Amatz einsetzen. Scheiße. Und auch wenn das als Play danach vorbei ist, will ich eigentlich nicht, dass die Waffe kaputt geht. Alter. Die sind doch die heiligen Waffen. Die müssen doch wieder versiegelt werden. Okay. So, dann bitte heilen. Physik. Unseren netten Kumpel Gonzales wieder heilen. Freunde, ey, der Part ist auch bald vorbei, aber... Alter, wir haben es gleich durch. Wir sind gleich echt durch. Ich fasse es einfach nicht. Das Spiel. So, ihr bleibt alle hier schön hinten, wo ich natürlich Angst habe, dass hier noch welche kommen. So, du hast auch 4 Blaze und hast außerdem Supporter-Kräfte für Roy. Und deswegen, es kommen wirklich noch welche. Okay. Aber, sie können schon mal angreifen. Ich teste das mal. Alles klar. Zieht ein bisschen was ab. So, Durandal zieht auch ein bisschen was ab. Das Schwert der Siegel finisht ihn! Leute, wir finishen ihn. Gut, dann mache ich jetzt kurz und schmerzlos. Okay, Leute, haltet den Atem an. Seid gespannt. Es geht los. Der letzte Typ hier, keine Chance. Alter Schwede. Und gleich nochmal, zack! Ey, ich bin gespannt, wie der Drache jetzt aussieht, ey. Gleich in dem Sprite-Mode. Da-da-da-da. Sie könnte noch Level erreichen. Ja! Aber nein, es ist Quatsch, Leute. Es ist Quatsch. Boah, der Part ist gleich vorbei. Ey, ich habe so eine Angst. Dum, dum, dum. Ich habe echt Schiss. So, du machst... Aber wo war ich denn Angst? Da kommt keiner mehr. Alle anderen Waffen sind hier so ihr seht, schon fast kaputt, ey. Es würde nichts mehr bringen. Aber Leute, ich spare mir das wirklich auf. Es werden dann 110 Parts tatsächlich... Im nächsten Part dann werde ich dieses Vieh hier platt machen. Ein bisschen früher Schluss machen als sonst, oder genau richtig. Alter, Idun. Dunkler Hauch. Roy wird das aber überstehen. Mit dem Sword of Seals wird er alle platt machen. Ich bin so gespannt, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und seid gespannt auf den allerletzten Part. Ciao!